Diese Riesenschildkröte galt eigentlich seit 100 Jahren als ausgestorben, Chelonoidis fantasticus. Nun ist im Rahmen einer von der US-Umweltorganisation Galapagos Conservancy und der ecuadorianischen Behörde zum Erhalt der Galapagos-Inseln organisierten Wanderung auf der Galapagos-Insel Fernandina dieses erwachsene Weibchen entdeckt worden. Wenn wir die entsprechenden Gentests durchgeführt haben, können wir den Status von ausgestorben auf in Freiheit ausgestorben verändern. Wir könnten ein Aufzuchtprogramm beginnen und wieder Schildkröten auf Fernandina leben lassen. Das wäre unglaublich. Es würde dann versucht, dass sich ein Männchen, das der ähnlichsten Unterart angehört, mit diesem Weibchen paart.